Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, heute ist auch Welt-Autismus-Tag. Und es gibt viele berühmte Autisten, viele haben eine außergewöhnliche Begabung. Greta Thunberg zum Beispiel ist Autistin. Man sagt es auch über Albert Einstein, man sagt es über Wolfgang Amadeus Mozart, obwohl man es nicht genau weiß. Typisch für Autisten ist, sie haben Schwierigkeiten, ihre Emotionen zu zeigen. Wie das Leben und die Liebe trotzdem funktionieren können und wie man eine Familie mit 5 Kindern gründen kann als Autistin, das erzählt uns heute Birke Opitz-Kittel. Sie ist mit ihrer Tochter Miriam hier. Herzlich willkommen. Frau Opitz-Kittel, ich weiß, dass Sie das eigentlich nicht mögen, mit so vielen fremden Menschen zusammenzusitzen. Wie anstrengend ist das für Sie hier, diese Situation? Sehr anstrengend, und ich habe letzte Nacht 2 Stunden geschlafen. Also kann man sich wahrscheinlich vorstellen, wie das schon in mir gearbeitet hat, dass ich hier sein kann, aber auch hier sein darf. Also ich bin ganz froh, hier sein zu dürfen, einfach um auch bestimmte Dinge vielleicht auch ein bisschen klarzustellen. Wir sind sehr gespannt. Mhm. Sie sagen, auch Smalltalk mögen Sie überhaupt nicht. Ja, also ich bin sehr froh, dass die Talkshow hier so aufgebaut ist, dass man mir Fragen stellt und ich die Fragen einfach beantworten kann. Das ist für mich wesentlich einfacher, als wenn Sie jetzt zu mir gesagt haben, komm, wir gehen ins Café und sprechen dort. Das wäre wieder ganz wesentlich schwieriger gewesen für mich. Mhm. Miriam, haben Sie Ihrer Mutter ein bisschen dabei helfen können, diese Situation heute vorzubereiten? Also ich habe mein Bestes getan, es ist aber nicht immer so einfach, vor allem wenn man unterwegs ist zu Ostern, in Ferien, der Bahnhof war voller Menschen. Nichtsdestotrotz habe ich sie gerne durchgeleitet und auch den Sitzplatz im ICE hier gezeigt. Das sind so kleine Dinge, die ich tun kann, um das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Also was wir jetzt vorhaben, ist überhaupt kein Smalltalk. Ich habe ganz viele Fragen. Ich bin ganz, ganz gespannt auf das Gespräch und neugierig. Am besten erklären Sie uns mal, Frau Opitz, was verbirgt sich überhaupt hinter diesem Begriff Autismus? Ja, also das ist jetzt sehr schwierig, weil man den kaum in kurzer Zeit erklären kann. Also Autismus ist ein ganz großes Spektrum. Also man spricht auch inzwischen von einer Autismus-Spektrum-Störung. Und man kann jetzt auch nicht sagen, ja, der ist jetzt einfach nur leicht betroffen, weil man sagt, ja, das geht in Richtung Asperger-Autismus, einfach weil Autismus so vielfältig ist und es kommt auch auf die jeweiligen Situationen drauf an. Also auf diese Situation hier habe ich mich sehr gut vorbereitet. Es kann aber auch sein, dass ich zum Beispiel unvorbereitet in ein Krankenhaus muss und stehe dann vom Arzt, der mich einfach anfasst, und dann kann es passieren, dass ich überhaupt nicht mehr sprechen kann. Also Autismus zu erklären ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also es gibt Autisten, die überhaupt nicht sprechen können. Andererseits gibt es natürlich Autisten wie ich, die sprechen kann, die sogar in die Augen schauen kann. Welche Überraschung. Das habe ich mir alles auch über die Jahre hinweg angeeignet. Also ich habe ganz viele Bücher gelesen, auch über Verhalten, über Erziehung. Eins meiner Lieblingsdinge ist, dass ich mir Serien anschaue und genau schaue, wie die Leute so aufeinander reagieren. Wie man am besten reagiert auf eine Reaktion von jemandem, damit die Situation gut endet und nicht im Streit. Nichtsdestotrotz habe ich Probleme, Situationen richtig einzuschätzen, habe Probleme mit vielen Reizen. Also das ist jetzt für mich das Licht zum Beispiel sehr hell. Oder überhaupt jeder einzelne Mensch besteht oder ist ein Reiz für mich. Und dann kommt es natürlich auch auf die Menschen drauf an. Also es ist auch nicht so, dass Autisten komplett auf Sozialkontakte verzichten wollen, können, mögen. Also es kommt natürlich auch wieder auf den Menschen drauf an. Manche haben sehr gerne Sozialkontakte und auch enge Freunde. Aber ich denke, es kommt dann eher so auf die Qualität als auf die Quantität drauf an. Und ja, also man merkt schon, ich könnte eigentlich von einem zum anderen. Es ist ein riesiges Thema. Weil das so ein unheimlich weites Feld ist. Ne? Sie sagen ja auch, und das finde ich auch ganz spannend, Sie haben immer so ein bisschen das Gefühl, Sie tragen eine Maske. Ja. Wie meinen Sie das? Ja, also ich habe natürlich gemerkt, wenn ich so bin, wie ich bin, ecke ich vielleicht an. Also es gibt Dinge, die man dann einfach nicht sagt oder nicht macht. Also ich kann zum Beispiel eine Sache erzählen aus dem Arbeitsleben, dass man zum Beispiel regelmäßig seine Kleidung wechselt. Also mir war zum Beispiel klar, ich habe in der Bank gearbeitet, dass man Businesskleidung trägt, aber mir war nicht klar, dass man jeden Tag was anderes anzieht. Also diese Regel wird einfach nicht kommuniziert. Und es gibt so viele Regeln, die einfach nonverbal sind, die nicht klar sind. Und da tritt man natürlich als Autist schnell in Fettnäpfchen rein. Aber eigentlich nicht aus Bösartigkeit, sondern einfach, weil einem die sozialen Regeln nicht unbedingt bewusst sind.
Und die guckt man sich dann ab und versucht sich dann, wie Sie gerade gesagt haben, durch Filme, durch Lernen, versucht man dann einfach, sich das anzueignen, von dem man glaubt, dass es normal ist. Obwohl Sie ja eigentlich normal sind, so wie Sie sich empfinden für sich. Ne? Ja, also erstmal muss man sagen, vielleicht, also es gibt Autisten, die da, vielleicht muss ich sagen, mir ist es einfach auch wichtig, anerkannt zu werden, geliebt zu werden. Und deswegen versuche ich natürlich, mich auch in die Gesellschaft einzufügen. Es gibt aber auch Autisten, denen ist das nicht ganz so wichtig. Also mir persönlich, ich bin einfach hier ein Mensch, dem das sehr wichtig ist, ja, auch irgendwie so dazu zu gehören. Nicht auch nur wegen meiner Kinder. Also ich wollte auch nie, dass meine Kinder, dass das heißt, ja, was hast du denn da für eine komische Mutter? Also ich wollte bloß nicht auffallen und ich hatte natürlich auch Angst, wenn jemand merkt, ach, die ist aber komisch, dass man vielleicht mir sogar die Kinder wegnimmt. Ne? Also ich habe ganz lange versucht, bloß nicht aufzufallen, bloß so wenig Kontakte wie möglich zu haben, damit keiner merkt, oh, mit der stimmt irgendwas nicht, weil ich ja nicht wusste, was es ist. Eben, das ist das Interessante. Sie wussten, Sie haben gespürt, dass etwas mit Ihnen anders ist, aber Sie wussten gar nicht, was es ist. Wann war denn das erste Mal? Also in der Kindheit ging das doch schon los. Ne? Ja, also ich kann mich erinnern im Sandkasten, dass ich schon, dass ich andere Kinder beobachtet habe, hätte auch gerne irgendwie mitgespielt, aber ich wusste nicht, wie es geht. Also es war ganz oft, dass ich einfach nicht wusste, wie machen die das. Und wenn man natürlich dann drauf losgeht, sehr linkisch und ich möchte mitspielen und vielleicht ja auch nicht den richtigen Tonfall trifft, ja, da ist man schnell außen vor. Also ich kenne ganz viele Autisten, die einfach gemobbt wurden ihr Leben lang oder beziehungsweise auf jeden Fall in der Kindheit. Ja, weil man eben auffällt, wenn man anders ist. Ja, und dann haben Sie ja, hatten Sie Ihre erste Beziehung, haben ein Kind bekommen. Wie sind Sie denn mit dem Muttersein dann umgegangen? Haben Sie da auch sich Hilfe geholt? Also zuerst einmal war ich sehr naiv, also muss ich einfach zugeben. Die erste Zeit habe ich im Mutter-Kind-Heim verbracht, was auch für mich und für das Kind sehr gut gewesen ist, weil man mir dort auch erklärt hat, was so ein kleines Wesen benötigt. Und natürlich habe ich mich dann auch strikt an die Regeln gehalten. Also Regeln waren für mich immer sehr wichtig, weil ich mich einfach da entlang hangeln kann. Ja? Also wenn alles klar ist, wenn ich weiß, aha, diese Show dauert 2,5 Stunden, dann weiß ich, okay, ich kann mich so lange einrichten. Schlimmer wäre es, wenn es zum Beispiel so wäre, dass es hier diese Show ist und danach kommt dann, ach ja, jetzt können wir Smalltalk machen. Das wäre der Punkt, wo ich wahrscheinlich aussteigen würde, flüchten würde. Wie gesagt, mir sind die Regeln ganz, ganz wichtig und natürlich war ich auch froh, dass es sowas gibt wie Erziehungsratgeber, wo eben Regeln drin standen, wie man mit Kindern eben umgeht. Und je mehr Kinder ich dann hatte, desto sicherer bin ich dann aber auch geworden. Also ich habe mich irgendwann erst so schon fast so als Erziehungsexpertin gefühlt, ja, weil ich einfach schon jede Situation wusste, wie verhält man sich da. Wobei natürlich weiß ich, ich verhalte mich schon ein bisschen anders als andere Mütter. Ja. Also. Ich frage gleich mal Miriam, aber eine Sache wüsste ich gerne noch, wie das dann für Sie war, so im Verbund mit anderen Müttern oder anderen Eltern, als Sie dann ein Kind, Sie haben ja dann Ihren Mann kennengelernt, ja, ja. Ist eine wunderbare Beziehung und eine tolle Ehe, aber wie war das für Sie, Elternabend, Kinder von der Schule abholen, haben Sie sich da auch immer anders gefühlt als die anderen Eltern? Ja, erstmal habe ich das beobachtet, also ich habe erstmal gesehen, ah, die rotten sich so zusammen, so am Eingang vom Kindergarten. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, dass sie dabei Spaß hatten. Also, dass sie gelacht haben, sich gefreut haben, sich verabredet haben. Und ich hatte gemerkt, also es ist irgendwie, ich bin anders, aber ja, irgendwie sollte ich mich doch so fühlen, als möchte ich auch dazugehören. Und ja. Also, helfen Sie mir noch mal weiter. Jetzt wussten nicht so richtig, wie Sie sich dem gegenüber verhalten sollten. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, ganz spannend übrigens, schreiben Sie auch, dass Sie sogar mal Ihre Tochter, jetzt nicht Miriam, sondern eine andere Tochter, nicht erkannt haben, als sie Ihnen entgegenkam nach der Schule. Ja, das ist noch mal so ein spezielles Phänomen, was auch bei Autisten auftritt, aber nicht nur. Also das nennt sich Prosopagnosie, das bedeutet Gesichtsblindheit. Also das bedeutet, dass ich Menschen nicht unbedingt wiedererkenne. Und wenn jetzt zum Beispiel ganz viele Mädchen, lange blonde Haare, zierlich, kann sein, dass ich sie dann verwechsel. Und so ist es mir auch schon mit meinen Kindern gegangen, dass ich gedacht habe, oh, das ist jetzt meine Tochter, angesprochen habe und gemerkt, oh, das ist sie dann doch nicht. Also das kommt durchaus vor. Und leider auch in meinen Lieblingsfilmen, dass ich dann die Schauspieler nicht wiedererkenne. Und dann habe ich dann auch wieder
eine meiner Töchter, die mir dann sagt, oh Mama, das ist der, das ist der. Und weil sonst die Filme ein bisschen schwer zu verstehen sind, ja. Mirjam, wie ist denn eure Familie? Wie seid ihr als Kinder damit umgegangen? Lange Zeit war es ja nicht bekannt. Die Mutter wusste es selber nicht und ihr wusstet es ja auch. Entschuldigung, das habe ich du gesagt. Ich wollte eigentlich... Alles gut. Wie ist das für eure Familie? Wie seid ihr damit zurechtgekommen mit dieser Situation? Also ich war mir ja lange Zeit nicht bewusst, dass meine Mutter Autistin ist. Und ich habe sie so kennengelernt, so wie sie ist. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Und so habe ich sie als sie wahrgenommen. Und deswegen war mir gar nicht so klar als Kind, dass das irgendwie anders ist. Wenn ich so aufwachse und das so kennenlerne, dann ist das komplett normal für mich. Und als dann einer ihrer Söhne ist ja Autist. Ja. Haben Sie da nicht gemerkt, an dem Verhalten des Jungen, das könnte das bei mir auch sein? Denn von ihm wussten Sie ja, dass er das ist. Ja, also erstmal haben wir eine ganz lange Odyssee hinter uns mit der Diagnostik beim Jonas. Und der Jonas ist wirklich sehr, sehr auffällig. Also ich bin mir sicher, dass viele sagen würden, wenn sie mich sehen würden, ja, du siehst doch gar nicht autistisch aus. Also überhaupt die Frage, wie sieht man aus als Autist, das ist auch schon so eine Sache. Aber mein Sohn ist wesentlich auffälliger als ich und auch schon als Kleinkind. Also wenn er wirklich sehr fixiert auf Zahlen und so weiter und ja, auch man kann kein interaktives Gespräch führen und so weiter. Also er ist ja, sehr wesentlich auffälliger. Und da war es schon schwierig, eine Diagnose zu bekommen. Und dann wäre ich jetzt als, und vor allen Dingen kursiert ja immer noch so das Gerücht, ja, vielleicht ist es gibt es mehr Männer als Frauen. Und Frauen passen sich aber oft noch ein bisschen besser an als Männer. Und ja, also es war einfach, es ist auch eben heute noch schwierig, mit der Diagnostik, weil es einfach so wenig Anlaufstellen gibt und die sind einfach absolut überlaufen. Also es ist auch heute nicht einfach, eine Diagnose zu erhalten, wenn man dann tatsächlich autistisch ist. Und man muss natürlich auch sehen, dass es viele ja, Behinderungen, Krankheiten gibt, die vielleicht ähnliche Erscheinungsbilder haben. Und dann ist es auch nicht so einfach festzustellen, ob jemand autistisch ist oder ob es irgendwas anderes ist, eine Sozialphobie oder sonst was. Es ist einfach eine Ausschlussdiagnose. Verstehe. Ja. Mirjam, war es denn für euch Kinder, als ihr es dann wusstet, das Wort Autist, dass ihre Mutter Autistin ist, war es dann leichter? Hat es das leichter gemacht, den Umgang? Konntet ihr ihr doch auch dann eher helfen in gewissen schwierigen Situationen? Also als erstes habe ich mein Handy rausgeholt oder damals vielleicht den PC hochgefahren und habe erstmal gegoogelt, was es überhaupt bedeutet, Autist zu sein, was es für Symptome hat. Und dann konnte ich mir doch eins nach dem anderen erschließen, warum meine Mutter so ist, wie sie ist. Und dann wusste ich auch mehr und besser, was ich vielleicht tun kann, um ihr zu helfen, um sie zu unterstützen, auch wenn es nur so kleine Dinge sind, wie ans Telefon gehen, weil sie telefonieren überhaupt nicht mag. Genau. Ja, das hat es dann wahrscheinlich leichter gemacht, das auch zu erkennen. Und was Sie auch in Ihrem Buch schreiben, was ich auch so faszinierend finde, Sie sagen so kuscheln. Also einfach mal so in den Arm nehmen, so kuscheln, das ist, mögen Sie eigentlich so gar nicht so gern. Aber bei Kindern macht man das. Und da haben Sie sich so kleine Tricks überlegt. Sie haben dann Kleider genäht für die Kinder, Sie haben Flechtfrisuren gemacht und auf diese Art und Weise dann diesen Körperkontakt eben doch hergestellt. Ja, das war damals wohl mehr oder weniger noch unbewusst gewesen, ne? Oder dass die Kinder sozusagen ja, so ihren Körperkontakt bekommen haben. Also sie waren ja regelrecht begeistert, weil es ja immer ausmessen musste und so weiter. Heute ist es so, dass ich das immer noch nicht, ja, also dass ich kein Mensch bin, der sagt, ja, komm an meine Brust oder so. Aber die Kinder haben gelernt zu kommunizieren. Also sie haben gelernt, mir dann zu sagen, Mama, ich brauche jetzt eine Umarmung. Und dann ist es für mich einfach. Und ich denke, das ist auch sowieso was man lernen kann, einfach mehr über seine Bedürfnisse zu sprechen. Und ich denke, das haben wir in der Familie gelernt, einfach auszusprechen, was der andere braucht. Und dann ist es gar nicht mehr so schwer. Und dann verstehe ich es ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich gefühllos bin. Also das ist ja sowas, was ja immer noch so in den Medien kursiert, dass Autisten keine Empathie haben und so weiter. Und das stimmt ja nicht. Aber wenn ich die Bedürfnisse nicht kenne vom Gegenüber, dann kann ich nicht reagieren. Und wenn man darüber spricht, dann kann man das ja ändern, auch als Autist. Finde ich übrigens, dass wir da eine Menge uns von abgucken können, weil auch bei Menschen, die nicht Autisten sind, die haben auch oft Probleme zu sagen, du, ich brauche jetzt mal das und das. Ne? Also gerade was Emotionen angeht, ich finde das total einleuchtend. Jetzt ist ja nun dieser Welt-Autismus-Tag heute und das ist ja ein Tag, an dem man auch aufmerksam machen sollte. Was ist denn Ihr Wunsch? Was möchten Sie gerne einfach auch Menschen, die nicht autistisch sind oder gar nichts darüber wissen, was möchten Sie denen gerne an so einem Tag wie heute sagen? Also ich würde mir einfach wünschen, dass immer mehr Menschen so akzeptiert werden, wie sie sind.
und dass man sich quasi auch nicht verstellen muss. Es ist ja nicht so, dass Autisten sich aus Bösartigkeit falsch oder schlecht verhalten, also oder ein schlechtes Sozialverhalten zeigen. Meistens ist es ja auch die Umwelt, die das Ganze schwierig macht mit zu vielen Reizen oder zu laut oder einfach, dass man nicht versteht, was die Bedürfnisse auch des Autisten sind. Ne? Wenn jetzt hier neben mir jemand sitzen würde und würde die ganze Zeit Erdnüsse essen, dann würde ich jetzt, könnte auch passieren, dass ich einfach rausgehe, weil ich irgendwann das nicht mehr aushalte. Das könnte man aber auch dann als nicht sozial adäquat einstufen. Ne? Sowas macht man nicht. Ja. Und ich würde mir einfach wünschen, dass es bestimmte Dinge gibt, wo man sich gegenseitig aufeinander rücksichtigt, nimmt, aber auch einfach die Vielfalt von uns Menschen einfach akzeptiert. Und ich finde, Olivia ist da auch so ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür. Und ich finde, bin auch so dankbar, weil ich kann mir vorstellen, dass du ähnliche Probleme hattest, wenn du mit Mädchenkleidern in die Schule gegangen bist. Unsere Probleme ähneln sich sehr. Ich wollte jetzt noch nichts sagen, weil ich dachte mir, oh Gott, jetzt sitzt du da wie so ein explodiertes Eichhörnchen daneben. Aber es ist wirklich so, auch wie die Gesellschaft auf einen reagiert und so. Es gibt durchaus bei uns auch Parallelen. Umso toller finde ich, dass Sie heute hier sind und uns quasi auch unterrichten, was das für eine Krankheit ist und uns damit dann auch irgendwie toleranter dem gegenüber machen und man nicht immer so viele Vorurteile hat. Weil das ist das große Problem der Gesellschaft, dass es diese ganzen Vorurteile und auch dieses Mobbing, und das erfahre ich natürlich auch, genauso wie Sie. Mhm. Das Streben nach Normalität, nach dem Normalsein, ist eine völlige falsche Ideologie, die leider in uns so richtig drin ist. Also Menschsein bedeutet nicht normal sein. Jeder ist einzigartig in sich. Und das ist das Schöne und das Spannende. Und dieses verkrampfte Streben nach dem Normalsein ist krankhaft und es macht Menschen krank und schließt auch aus. Mhm. Deswegen auch diese Revolt gegen diese Ablehnung der Segnung. Also wenn die Kirche unsere Mutter ist, welche Mutter würde einen Segen von ihren Kindern ablehnen, hat der Kardinal Schönborn so gut gesagt. Genau, richtig gemacht, würde ich sagen. Das ist, Gott sei Dank haben wir immer mehr Stimmen, die einfach auch für die Größe und die Schönheit der Vielfalt der Menschheit. Ja, also überhaupt dieser Begriff normal ist schon ein von außen, glaube ich, aufgedrückter Stempel. Was ist normal? Wer setzt die Norm? Einfach diktiert. Wer setzt die Norm? Das ist das Schöne, dass die Gesellschaft so vielfältig ist und da jeder seinen Platz findet. Das ist die neue Krankheit der Menschheit, ist das Normalsein. Das Streben der Normalität. Ich hatte auch damit zu tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie Sie das geschafft haben, echt Hut ab. Ja. Also das finde ich großartig, weil ich ahne, wie schwer das gewesen ist. Und ich ahne auch, wie alleine Sie gewesen sind. Weil genau in diesem Problem werden ganz viele Menschen einfach absolut allein gelassen. Und ich glaube, Sie haben da einen weiten Weg, sind Sie bestimmt gegangen. Aber wie Sie den gegangen sind, alle Achtung. Ja, muss ich auch sagen. Also wirklich Hut ab. Großartig, Frau Obitzkippe. Und auch genauso an die Familie, muss ich sagen, genauso ein Kompliment, wie Sie alle damit umgehen. Und vielleicht der Appell am Ende an alle Menschen, die auch autistisch sind und sich nicht trauen, die Maske fallen zu lassen, es einfach sagen. Denn dann werden vielleicht auch andere versuchen, sich darauf einzulassen und mehr Verständnis dafür haben. Darf ich kurz fragen, warum Telefonieren so ungern gemacht wird von Ihnen? Weil ein optisches Gegenüber fehlt, um eine Situation einzuschätzen? Oder hat das damit überhaupt nichts? Also Telefonieren ist ein ganz eigenes Thema. Zum Beispiel ist es so, dass man mit dem Telefon ja auch einfach in die Privatsphäre eindringt. Also Autisten haben ganz oft auch speziellen Tagesablauf, also dass er strukturiert ist. Und wenn man mit einem Telefonat einfach reinplatzt, das ist schon zum Beispiel schon der erste Zeitpunkt. Okay. Und dann ist es auch so, dass es auch sowieso schwierig ist, für mich zu erfassen, wann spreche ich jetzt. Ganz oft passiert es, dass ich anderen ins Wort Fall oder und mit dem Telefon ist es noch viel schwieriger, das abzuschätzen. Ja. Und den anderen noch, da fehlt noch mehr. Also es ist sowieso schwer für mich, Mimik zu erkennen oder abzulesen, was jetzt der andere möchte. Und am Telefon ist es dann noch viel schwieriger und noch mehr Punkte. Also ich kenne ganz viele Autisten, die nicht gerne telefonieren. Aber es kommt immer darauf an. Also es gibt Menschen, mit denen ich sogar gerne spreche, wenn ich sie gut kenne. Also wenn ich auch ihr Telefonverhalten kenne. Und ein Bild von der Person haben. Genau, und ein Bild von der Person. Und wenn ich weiß, sie nimmt es mir nicht übel, wenn ich Fehler mache. Also da habe ich, das ist so bei mir immer so ein bisschen drin. Ich habe ständig Angst, Fehler zu machen. Ja. Ganz, ganz spannend. Also diese Situation haben Sie bravourös gemeistert. Das darf ich Ihnen nur sagen. Gehen Sie bitte öfter in Talkshows, damit wir noch mehr darüber erfahren. Und wenn Sie mehr Fragen haben, lesen Sie einfach das Buch von Wirke Opitzkittel. Vielen, vielen Dank nochmal. Wir sind eins. ARD